Wir sind im VDE, weil wir um die Bedeutung von Standardisierung für neue Technologien wissen und gerne Standards setzen. 3S steht für Sensoren, Signalverarbeitungssysteme und beschreibt eigentlich ganz gut, was wir tun. Wir kombinieren Sensorik, Elektronik und KI-basierte Signalverarbeitungsmethoden zu intelligenten Systemen. Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung, der Produktion und der Kalibrierung eben solcher Systeme und haben uns über die letzten Jahre ein gewisses Produktportfolio aufgebaut, das die industrielle Prüfung von Dichtheit und Geruch genauso einschließt wie die Bewertung von Schadstoffen und Gerüchen im Außenbereich und im Innenbereich. Wir prüfen zum Beispiel sicherheitsrelevante Komponenten, genauso wie wir Luft auf Schadstoffe untersuchen und messen und dabei aufspüren, wenn gesundheitskritische Situationen für Menschen entstehen. Was man nicht messen kann, das kann man nicht verbessern. Und gerade in der Gasmesstechnik gibt es noch viele unerschlossene Lücken. Und da möchten wir als innovatives Unternehmen in der Gasmesstechnik Sensorlösungen bereitstellen, gerade auch kostengünstige Sensorknoten, damit wir der Wasserstoffindustrie auch bei ihrer Transformation in der Energiewende beiseite stehen können, um auch diesen Bereich zu erschließen. Wir bei 3S finden vielschichtige Anwendungen vor in teils neuen Märkten oder in neuen Marktnischen. Und unsere Vision ist es, gemeinsam mit dem VDE durch das Standing, durch die Expertise und durch das Netzwerk des VDEs einerseits Marktströmungen und Marktinformationen mit der Bildung und Etablierung von Standards so zu kombinieren, dass wir für neue Technologien auch die Wege schaffen. Ja, für alle unsere Produkte und Visionen brauchen wir natürlich immer qualifizierten Nachwuchs. Und da ist der Kontakt zum VDE YoungNet für uns sehr wertvoll, dass wir dieses Netzwerk nutzen können. Und ich selber komme auch aus diesem Netzwerk, war selber Teil der VDE Hochschulgruppe und habe dort schon sehr früh Kontakte in die saarländische Wirtschaft gewinnen können und auch Einblicke in verschiedene Unternehmen. Und das hat mir sehr geholfen, um auch hier Fuß zu fassen und ja, eine Anstellung zu finden. Unsere Zukunftsvision bei 3S ist es, ein noch größerer Player im Markt der Luftqualitätsmessung zu werden, noch bessere Produkte in diesem Bereich an den Markt zu bringen und auch neue Technologiegebiete wie Wasserstofftransformation oder Batterietechnik mit Prüfsystemen und Sensorik zu begleiten und dabei auch gemeinsam mit dem VDE und dessen Kompetenz und Netzwerk Punkte zu machen.